Ja, Wilfried, das Jahr ist ja schon, ja gut, ich will nicht sagen, halb vorbei. Aber wir gehen jetzt straff auf den Mai zu. Und so spät haben wir noch nie mit unserer Gartensendung angefangen, ne? Und haben wir uns auch noch nie so spät gesehen. Es ist in diesem Jahr wie alles, alles anders. Und das Wetter spielt diesmal auch nicht mit. Denn uns sind ja noch die Hände gebunden. Es sind ja immer noch oder sehr oft noch Nachtfröste. Oder jedenfalls so kalt, wo man noch nicht allzu viel im Garten tun sollte. Stimmt's? Es ist, nachdem wir das nun dreimal verschoben haben, hatten in diesem Jahr, ist das jetzt der Termin, der erste ist für dieses Jahr. An und für sich hatten wir das von der Planung her ein bisschen anders gedacht, aber wir haben nicht mehr die Temperaturen wie die letzten 3 Jahre. Gehen wir es in Ruhe an. Die Nachtfröste sind vorhanden. Wir kriegen diese Temperaturen wahrscheinlich so noch bis zum 10., 11. Mai. Also trotzdem hat der Kleingärtner zu tun. Es ist nicht so, dass er die Hände in den Schoß legen kann und ein bisschen faul sein kann. Natürlich, unter den Gegebenheiten der Niedrigtemperaturen gibt es einiges zu beachten. Aber wenn wir jetzt dann denken, machen ja diese Sendung, um ein paar Anregungen zu geben für Menschen, die entweder die Absicht haben, einen Kleingarten zu nehmen, wo sie immer noch überlegen, will ich das, kann ich das, ist mir das zu viel, ist das zu schwierig. Und natürlich auch unseren Stammguckern, Hörern, die da schon längere Zeit dabei sind. Ich freue mich immer, wenn ich in Zeitz von meinen Gartenfreunden immer mal noch ein Feedback kriege im Verband. Ist immer schön zu hören. Was in der Erde ist, sind die Kaltsamer. Das heißt Erbsen, Möhren, Rettiche, Radieschen. Das geht im Jahr zuerst in die Erde als Sämer rein. Und das darf auch immer, gerade bei der Trockenheit, die wir wieder haben, darf das auch immer ein bisschen feucht gehalten werden. Also man muss noch, man wirklich nur diese Sortenernte, wie du vorhin gesagt hast, diese Kaltsamer. Aber es konnte ja keiner wissen, wie das Jahr beginnt, wenn das Frühjahr beginnt. Und viele Hobbygärtner, Anfänger fangen, so wie ich auch, im Februar an, Tomaten auszusehen. Weil zum einen, es macht Spaß zu sehen und das ist ja deine eigene Ernte. Und jetzt stehen die Tomaten im Wohnzimmer und überall, weil man kann sie noch nicht raustun. Das ist zu gefährlich, ne? Viel zu gefährlich. Vor allen Dingen ist es ja auch eins, es sind ja nicht nur die niedrigen Temperaturen und die Tomate. Kommt ja aus dem Süden, ursprünglich Südamerika. Die Hauptanbaugebiete in Europa sind ein bisschen Österreich, Italien, Spanien, Frankreich. Dort wird das ja fast plantagenmäßig angebaut. Und da bin ich ein bisschen vorsichtig. Aber bei mir steht die Wohnung auch ein bisschen voll. Ich habe 50 Tomatenpflanzen circa stehen in der Wohnung. Das sind schon wieder 16, 17 verschiedene Sorten. Dadurch, dass wir in Italien 2019 verschiedene Samensorten gekauft haben, dann habe ich noch ein bisschen was getauscht, wie das die kleinen Gärtner so machen. Tauschen, gaubeln. Da sind ein paar russische Sorten dabei. Die sehen alle gut aus, ja, schön ruhig halten und nicht nervös werden. Ich denke mal so, wenn die Temperaturentwicklung so langsam weitergeht, vor dem 20. Mai keine Tomate ins Freiland. Also es kommen so vermutungsweise, schätzungsweise die Eisheiligen doch noch auf uns zu. Weil viele haben ja schon gedacht, na, das sind jetzt vielleicht schon die Eisheiligen und dann sind sie weg. Nee, das ist die zentrale Wetterlage, die Großwetterlage. Und da bin ich ein bisschen vorsichtig, deshalb sage ich auch so, nicht 15. Mai, sondern 20. Mai. Dann fangen wir irgendwann an mit dem jungen Gemüse. Das geht ja nun auch los. Anfang Mai soll es ein bisschen wärmer werden, es soll ein bisschen feuchter werden, kann man anfangen. Aber wir nehmen Hilfsmittel dazu. Okay. Wir haben hier ein Vlies. Ja. Das kann man nehmen und schön drüber legen, auch wenn wir jetzt hier was aussehen und es ist feucht, dass die Feuchtigkeit in der Nacht durch den Wind nicht weggezogen wird oder durch die Sonne am Tag.
ein bisschen mit Vlies abdecken. Und dann haben wir auch Folie. Das ist Schlitzfolie, die ist extra für Frühbeete geeignet. Das geht dann schon sehr gut zu machen und produziert auch keinen Aufwand. Ein paar Steine links und rechts hingelegt, dass die Folie nicht wegweht und damit ist es gut. Oder der Vlies. Genauso mit den Kartoffeln, wenn schon die Kartoffeln in der Erde sein sollten. Auch ein bisschen abdecken, Kartoffeln in die Erde und noch nicht unbedingt einen Damm ziehen bei den Kartoffeln. Das machen die meisten, machen das ein bisschen falsch, weil das der LPG so vorgegeben hat. Aber bei denen ist es ein zusätzlicher Arbeitsaufwand. Yeah. Kartoffeln damit ziehen, wenn die ersten grünen Spitzen von der Kartoffelpflanze gucken. Und vorher flächenmäßig auch ein bisschen mit abdecken, dass nicht so viel Kälte von oben in die Erde reingeht. Wie gesagt, die Erde ist noch sehr kalt. Und oftmals ist es so, wenn man was reinlegt, das liegt drin und wartet, dass die Erde sich erwärmt, dass es arbeiten kann. Aber viele möchten ja auch einen blühenden Garten haben. Und da gibt es ja seit Jahren schon diese Pflanztaschen, die man so an der Wand oder gerade bei Balkon machen kann. Und wie sieht es jetzt mit Blumen aus, mit Blumensamen? Es gibt die Wicke, es gibt das, was man... Dort, die sind ja nicht groß, die Taschen, die Pflanztaschen. Erde reinmacht und dort schon Samen rein, kann man das oder sollte man das auch erst im Mai? Wo es dann blühen, die doch dann relativ spät. Was ist denn der Versuch? Ist es wert oder ein Test? Es gibt so einen alten Spruch, den viele sagen. Ich sage jetzt mal auch, was du machst im April, kommt wann es will, was du machst im Mai, kommt gleich. Okay, also da kann man noch warten. Ich würde auf alle Fälle, das sagen vor allen Dingen die Fachleute aus den Gärtnereibetrieben, die sagen das auch. Mit den Sommerblumen bitte noch warten. Gerade die, ich habe mir das mal etwas angesehen von der Buga in Erfurt, noch gar nicht so großartig mit Sommerblumen hantieren, weil die Nachtfrostgefahr ist noch zu groß. Okay, also lassen wir das noch ein bisschen den Balkon oder den Garten sind. Es gibt ein Hilfsmittel. Und das ist ein Zelt, ein Foliezelt oder ein Gewächshaus oder so ähnlich. Und da kann man immer noch weitere Hilfsmittel dazu nehmen. Man nimmt eine Pflanzschale, setzt die Pflanzen rein, wenn man sie unbedingt kaufen möchte, auf dem Markt oder sonst wo. Und ach, die sind schön. Und meine Frau möchte sie haben, weil sie ihr gefallen. Dann nehme ich sie mit. Aber ich habe dann Hilfsmittel. Das ist zum Beispiel eine Heizschnur. Okay. Die ist 2 Meter lang, die kann ich in Wendeln legen auf eine Plastikschale und dort setze ich die Pflanzen rein. Da passiert nichts. Im Zelt zu, kommt ein bisschen mehr Temperatur rein. Aber nichtsdestotrotz blüht es im Garten. Wir haben ja früh Blühe, das ist ja klar. Und ich komme mal wieder auf das zurück, wo wir aufgehört haben im vergangenen Jahr. Unser oder dein Hochbeet. Okay. Gehen wir mal zum Hochbeet, schauen wir mal, wie es da jetzt aussieht. Ja, Wilfried, jetzt sind wir am Hochbeet. Das haben wir ja damals, ne, im vergangenen Jahr hier mit begleitet. So, ja, wie sieht es jetzt hier aus? Ich mein, ja. Also du siehst hier. Na? Der Füllstand. Ich habe aufgefüllt, so wie ich es gesagt habe. Ja. Das war ja sehr schön durchgesackt und nachgesackt. Jetzt habe ich hier noch richtig gute Gartenerde reingesetzt, habe alles wieder neu bepflanzt und hier ist auch zu sehen an den kleinen Schildchen, das nicht, das ist die Erdbeersorte. Ja. Das ist eine Reihe Möhren, die kommen ganz langsam. Die habe ich vor 4 Wochen, habe ich die ausgesät. So lange hat das gebraucht, aber ja. Ich muss mich selber hier ein bisschen kritisieren. Ja. Ich habe nicht ständig gegossen. Und es das war will zu trocken, ne? Ja, es ist trocken geworden und ist gerade hier im Hochbeet verlangt das immer das Ausgesäte. Aber man sieht. Immer ein bisschen, dass es feucht schön gehalten wird. Ja. Ja. Hier bin ich neugierig, weil das ist eine gelbe Rübchen, sagen die Österreicher, was wir vorhin gesagt haben. Ja. Ja. Möhren, da bin ich mal gespannt, die habe ich das erste Mal, diese Sorte. Okay. Schauen wir mal, das soll eine zeitliche sein, bin ich echt neugierig und gespannt. Und ansonsten habe ich es wieder so gemacht, hier zum Beispiel die Reihe auch hier, immer wieder mein Mischungsverhältnis, ein paar Radieschen, ein paar Möhren. Die Radieseln kommen eher, die Möhren kommen später und die können dann, wenn die Radieseln raus sind, kriegen die Möhren Platz und können wachsen. Aber ich sehe hier, du liebst Hochbeete, ne? Zu faul zu bücken.
Du bist ein Fan von Hochbeeten. Hier hast du schon wieder gemacht. Und dort im vergangenen Jahr noch angefangen, ne? Ja, das war das erste Hochbeet, was ich mal hatte. Und es heißt immer so schön, 5 bis 6 Jahre, dann sollte ein Hochbeet wieder mal auseinandergenommen werden. Und hier ist es so, da habe ich ja auch probiert. Naja, am Anfang macht man immer ein paar Fehler. Daraus sollte man ja lernen. Klar. Und hier habe ich, man sieht es am Holz, hier habe ich eine Holzhöhe habe ich erneuern dürfen. Das muss auch noch mal gestrichen werden. Und da sollen dann wieder Tomaten rein. Das wird wieder zugedeckt auf 3 Seiten. Von Windschutz vom Norden her, vom Westen und ein kleines Dach, weil Tomaten mögen nicht unbedingt kalten Regen im Sommer. Und wenn dieses Jahr das Wetter wirklich so sein sollte, wie manche Wetterfrösche sagen, dass wir einen sehr durchwachsenen Sommer kriegen, gar nicht mal so heiß, dann ist das unbedingt notwendig, dass die Tomatenpflanzen oder Paprikapflanzen, je nachdem, was der Kleingärtner so anbaut, die sollten geschützt sein in diesem Jahr. Okay. Wir konnten heute ein paar Tipps geben, wertvolle Tipps. Ich habe heute gelernt, auch ich muss mich noch ein bisschen zurückhalten mit meinem Ja und nicht so überschwänglich sein. Es ist eigentlich der Ausstieg für heute, aber gleichzeitig der Einstieg für die nächste Sendung. Mal schauen, wie es in 4 Wochen aussieht, was das Wetter mit uns macht. Und dann komme ich endlich dazu, auch deine Tomatenpflanzen zu sehen. Denn ich denke mal, da in 4 Wochen, dann möchtest du sie ja mit rausgesetzt haben. Ja. Naja, 23. Mai gehe ich davon aus, sind in etwa hier 40, 50 Tomatenpflanzen im Garten. Da bin ich gespannt. Wilfried, ich danke dir oder wir danken dir wieder für deine wertvollen Tipps. Wie gesagt, das ist mal eine ganz andere Sendung heute, weil wie gesagt, Wetter fürs Wetter, also da kann nun keiner dran drehen, das ist nun mal so. Noch nicht. Wir sehen uns in 4 Wochen bei schönem, hoffentlich schönem Wetter. Ich freue mich. Bis dann, Wilfried. Bis dann. Mach's gut. Jo.